Aber guck So, mal, aber grad, das allein läuft. schon, dass du das sagst, das ist eigentlich, das ist die größte Illusion, die uns Ja. beigebracht wird. Es Ja. gibt nicht einen Kuchen, den wir unter uns teilen müssen. Richtig. Ich dachte so, Digga, was mache ich hier? Ich saß da und ich dachte mir so, das kann es nicht sein. Das kann es einfach nicht sein. Das ist nicht das, was ich machen möchte. Wer darf mitgucken und mitentscheiden, welche Positionen besetzt werden? Deswegen ist halt Nachhaltigkeit super, super wichtig. Aber ganz ehrlich, ich brauche kein Feedback von einer Person, die nicht meine Vision teilt. Also eine Person, die gar Danke. nicht versteht, warum BlackRock Talk wichtig ist. Ich möchte irgendwie Sichtbarkeit. Ich möchte, dass ich gesehen werde. Also, und wenn ich sage, ich, nicht ich selbst, sondern Menschen wie ich, es soll ein Format sein, was viele Themen oder alle Themen behandeln kann. Ich möchte auch irgendwann vielleicht eine Akademie haben. Und ich habe denen das natürlich auch nicht erzählt am Anfang. Ja. Ciao, sie haben es noch in der Zeitung gelesen. Ah, guck mal. Nicht schlecht. Und ich möchte, dass sich Leute zu Hause fühlen. Und ich möchte auch, dass sich Leute, die sich das angucken, von außen auf den Screens quasi, dass sie das Gefühl haben, dass sie Teil von etwas sind. Jupp, das ist der Made in Germany Podcast und wir sind hier, yay, mit Ezra, aka Miss BlackRock. Na, Richtig. wie geht's dir? Gut, wie geht's dir? Soweit, so gut. Geil. Ich kann mich nicht beschweren. Nee. Froh, hier zu sein. Ja, freut mich, dass wir das hingekriegt haben. Voll, Mann. Ich bin auch richtig happy, dass du das hier alles aufgebaut hast und mich Ja, eingeladen hast. ne, sehr gerne. Sehr, 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 sehr gerne. Ich muss dir auch an erster Stelle auch Props geben, Für was? dafür, dass du zugesagt hast. Und auch tatsächlich hier bist. Hey, Also, warum soll ich hier nicht zusagen? Ist doch klar. Ich nein. will doch einen coolen Podcast mit dabei sein. So. Co-sign. Nee, aber ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Ich habe das irgendwie so für mich ein bisschen festgestellt, dass wir so ein bisschen in so einer Zeit sind, wo man viel sagt, aber dann kein Backup kommt. So. Also, ne? Leute kündigen viel an und ja, mache ich, mache ich. Und wenn es dann darum geht, dann hast du halt so viele Ausreden und dies, das. Ich weiß aber auch nicht, ob das ein neues Phänomen ist. Ja? Weiß ich halt nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass es das vielleicht auch schon öfters so war, weil es ja Wahrscheinlich. so Ja. ein typisches Phänomen vom Machen, Ja. dass die Angst im Weg steht. Ja. Aber du bist da. Und Ja, deswegen Mann. auf jeden Fall nochmal vielen, vielen Dank an der Stelle. Dankeschön. Ja, so ein bisschen Hintergrund irgendwie geben, warum ich mit dir hier sitzen wollte. Und zwar, als ich angefangen habe, mir das hier ein bisschen so zu überlegen, habe ich mit einer Freundin von mir gesprochen, die gute Hilal. Die hast du vielleicht auch mal so ein bisschen gesehen, die erste Folge, die ich gemacht habe mit ihr. Klar. Habe ich sie mal gefragt, so, wer sind Leute, die ich fragen kann, mit denen ich sprechen kann, die interessant sind und cool. Und da warst du auf jeden Fall auch mit dabei. Ach cool, So. Und geil. sie hat mir sogar davor, habe ich dir auch, glaube ich, gesagt, so eine Stellenausschreibung für Miss BlackRock geschickt. Da habt ihr, glaube Ja, ich, einen Redakteur genau. gesucht. Genau für unser Format BlackRock Talk, Genau, richtig. da kommen wir auch noch hin. Aber das hat sie mir gezeigt und ich habe mir das angeguckt und dachte mir, ja, eigentlich ist es schon geil. Aber dann dieses Umziehen wieder und dieses und jenes. Und dann dachte ich mir halt, ist auf jeden Fall cool. Kann man nichts sagen, aber ich wollte halt selber auch jetzt einfach mal starten. So. Voll, Weil Mann, das war so voll. kurz vor diesem, fange ich jetzt an oder nicht, sondern dachte ich, sonst machst du es nie, fang an. So. Aber auf jeden Fall, das war so die erste Berührung, so, die ich mit, also was heißt Berührung, aber ne, die erste Begegnung, so, die ich mit dir so hatte auf dem Wege. Und dann habe ich mir mal das Format von dir auch angeguckt, BlackRock Talk, und fand das auch ganz cool, weil es Cool. mich an was erinnert hat. Ich weiß nicht, ob du es kennst aus nicht UK, glaube ich, The aber. States, the Grapevine? Ha, Yes! The Grapevine, genau. Genau. Guck mal, diese Frau, sie weiß immer noch nicht, Ashley Acuna, dass ich dieses Format gestartet habe, aber sie war eigentlich meine Inspiration. Ich habe ihr Format gesehen und habe gesehen, was sie gemacht hat, wie sie diskutiert, wen sie eingeladen hat. Und das war dann für mich so dicker. Ich mache das auch natürlich angepasst, auch nochmal ein bisschen anders, aber es war auf jeden Fall die Inspirationsquelle für mich. Ach, guck mal, geil. Ja. Nee, weil ich habe dann natürlich, was heißt natürlich, aber dann auch so ein bisschen für mich so einen Vergleich gezogen, wo ich sage, ich mag Grapevine eigentlich ganz gerne. Aber manchmal sind mir die Unterhaltungen zu extrem. Also die Meinungen, die manchmal da rauskommen, sind manchmal sehr extrem. Aber das ist so typisch US-Kontext, oder? So typisch Amerika, so US-Amerika. Meinst du? Ich meine ja, da sind die Ja? gerne so laut und Haltung und präsent sein. Ich glaube, in Ja. Deutschland ist mehr so, ja, ich fühle dich, aber das muss man jetzt schon irgendwie, ne? Und dann irgendwie so ein bisschen sachlicher, weißt Aber das ist nicht mal das Problem, sondern ich meine wirklich so. Also nicht typisch, aber so Meinungen, da gibt es eine, mir fällt ihr Name nicht ein, wenn sie zum Beispiel dann über weiße Menschen im Generellen reden. Die hat halt eine sehr, 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 sehr starke Meinung, wo ich sage, wenn man mit Leuten irgendwie auf einen Zweig kommen möchte, dann funktioniert das meiner Meinung nach nicht so. Krass, sehe ich nicht so, weil ich finde zum Beispiel, dass diese Meinung absolut wichtig ist. Also Ja. ich sehe das so, dass alle Meinungen wichtig sind. Auf jeden Fall. Wichtig ist halt nur, wer hat bisher mehr Plattform bekommen und wer nicht, ne? Und da zu Stimmt. sagen, okay, woher kommen eigentlich die Meinungen Ja. und sind die Meinungen berechtigt, so, ne? Genau. Ja, doch, da ist auch was dran.
Kann ich dir nicht widersprechen. Ja, cool. Und nee, aber ansonsten trotzdem ganz gutes und gelungenes Format auf jeden Fall. Dankeschön. Und bei dir fällt mir das auch auf. Also ich habe das Gefühl, dein Publikum ist ein bisschen, was heißt bunter? Also bunt sowieso, aber es ist dann halt nicht nur eine Sorte Mensch, sondern du hast halt alles Mögliche bei dir so. Und das finde ich halt auch ganz geil. Ja. Weil ich glaube, das ist auch wieder meine Meinung, dass es schwierig ist, wenn nur eine bestimmte Gruppe eine Meinung irgendwie in so einer Diskussion bildet. Und ich glaube, du brauchst dann, also wenn du jetzt zum Beispiel auf Deutschland oder so gucken möchtest, verschiedenste Meinungen, ne? Wahrscheinlich voll. So. Und deswegen finde ich deins ja, an der Stelle nochmal ja, ganz cool. Cool, danke schön. Aber wie bist du überhaupt, lass mal noch ein Stück weiter zurückgehen, Miss Blackrock, wie kommst du auf den Namen überhaupt? Das ist eigentlich nur die englische Übersetzung von meinem Nachnamen. Ah. Mein Nachname ist nämlich Karakaya und es ist türkisch für ja, Blackrock halt, schwarzer Fels. Krass. Aber hat das für euch dann nochmal irgendwie eine bestimmte Bedeutung? Heißt das was? Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich angefangen habe, beziehungsweise als ich dann inspiriert wurde, ne, ich hatte ja schon davor die Idee und ich wollte irgendwie was machen. Ashley Acuna mit ihrem Format hat mich inspiriert und dachte ich so, okay, ich fange jetzt an. Ja. Und ich wusste, dieser Moment ist sehr wertvoll und der ist sehr flüchtig, der kann schnell mir durch die Finger gleiten. Und ich wusste, okay, ich muss jetzt mir einen Namen ausdenken. Und habe dann einfach an BlackRock gedacht, habe mir das einfach, also habe mir dann gesetzt, ohne lange darüber nachzudenken. Ja. Aber so im Nachhinein habe ich gemerkt, dass es irgendwie, es ist nice. Also nicht nur, weil es mein Nachname übersetzt ist, sondern auch von der Symbolik her, ne? So wie BlackRock ist stark, ist das Ding ist, obwohl wir in unserer Sendung super liebevoll und respektvoll sind. Aber es symbolisiert so ein bisschen die Urgency, diese Dringlichkeit, auch einfach zu sprechen, zusammenzukommen und dass wir dann auch ein Stein oder ein Fels und diese Einheit sein können, so ein bisschen. Cool. Und wie kam das, dass du irgendwie meintest, also es muss jetzt, also der Grund, warum, was heißt der Grund, aber einer der Gründe, warum ich mit dir hier sprechen wollte, ist, dass du halt auch was machst, was nicht üblich ist. So, also in Deutschland zumindest nicht. In USA oder sonst wo, England, keine Ahnung, schon eher vielleicht, aber hier so, was machst du? Du gehst zur Schule, machst Abi, gehst studieren, studierst BWL irgendwie oder keine Ahnung, Jura, dies, das. So, das ist der Weg. Aber zu sagen, ich möchte irgendwie so ein bisschen ins, ich weiß nicht, ob du das jetzt selber als Entertainment sehen würdest, was du machst oder journalistisch, aber so eine Mischung. Auch, ja. Ne, also das ist ja nicht so das erste Ziel und vor allem, glaube ich, bei Leuten aus unserem Hintergrund so ein bisschen. Ja. Bei mir, ich habe das Glück, dass ich zum Beispiel eine Mutter habe, die mir gesagt hat, mach einfach, was du möchtest. Also, oh, Hauptsache, Ausnahme. Du machst Ausnahme. Etwas. Ja. Ja, so. Guckst du dann wieder bei Cousins, Cousine oder so oder bei anderen ist das so, und was ist das und warum? I know. So, warum nicht irgendwie was Richtiges machen, so Medizin oder ja, so? Ja, ja. Deswegen, das sage ich so, aus unserer Ecke ist es so ein bisschen unüblich. Voll. Und für auch Leute in Deutschland, glaube ich, ist das nicht so, dass man sagt, hey, ich möchte jetzt ne, so ja, Entertainment in der Art machen. Wie kam das bei dir zustande? Bei mir ist es ein bisschen anders als bei dir. Ich habe eher Eltern, die auch so ein bisschen, die für mich natürlich den sozialen Aufstieg wünschen und sagen, hey, wir wollen, dass du am liebsten studierst und meine Mutter will auch am liebsten, dass ich irgendwie Politikwissenschaft nochmal Master studiere, am besten an der Freien Universität in Berlin und dann nochmal promoviere. Also ich habe da auf jeden Fall das und das ist natürlich auch ein typisches Phänomen, so unter Familien, die irgendwie deren Vorfahren vielleicht migriert sind oder die irgendwie sich dadurch erhoffen, so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob es wirklich was mit Migration zu tun hat, aber auf jeden Fall damit, dass Menschen marginalisiert werden oder beziehungsweise an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden und sie erhoffen sich ja dadurch, dass ihre Kinder dann einen guten Job kriegen, gut bezahlt und dann so die volle Anerkennung auch von dem Land und von der Umgebung quasi bekommen. Bei mir war das auch so und es hat mich scheiße unglücklich gemacht. Mhm. Es hat mich mega unglücklich gemacht. Ich weiß noch, Sommer 2017, da war ich 25. Ich habe eigentlich, hättest du mich gefragt, was ich mache, würdest du denken, krass, Mann, die macht wirklich was. So, ich habe meinen Bachelor studiert. Es hat zwar lange gedauert, ich habe, glaube ich, 7 Jahre studiert. Kann man machen. Aber ich habe dafür, war ich halt irgendwie ein Jahr im Ausland. Dann war ich nochmal ein Semester im Ausland. Dann habe ich ein Auslandspraktikum gemacht, habe hier ein Praktikum gemacht, da ein Praktikum. Ich war so in so einen eher namhafteren Journalismushäusern, journalistischen Häusern quasi in Deutschland und auch im Ausland unterwegs. Mhm. Und ich habe halt soziales Engagement, hätte man auf meinen Lebenslauf gucken können und denken können, boah, ja, die hat es wirklich geschafft. Mhm. Aber Digga, so, ciao. Mhm. Ciao. Ich dachte so, Digga, was mache ich hier? Ich saß da und ich dachte mir so, das kann es nicht sein. Das kann es einfach nicht sein. Das ist nicht das, was ich machen möchte. Und da habe ich dann tatsächlich, und das sage ich, glaube ich, auch zum ersten Mal öffentlich, mir einfach eingestanden, dass ich Hilfe brauche, habe mir einen Life-Coach zugelegt und das
quasi dem Geld bezahlt, das ich so gerade da hatte. Und an dieser Stelle, Joanna Fatonji, du bist richtig krass, hat mir sehr krass geholfen. In diesen 3 Monaten, wo wir zusammen gearbeitet haben, ist sie quasi auf mich eingegangen, hat mich dann halt gefragt, so wirklich, ey, was willst du eigentlich? Scheiß mal auf die Umstände, was willst du eigentlich? Worauf hast du richtig Bock? Und das war dann Oktober 2017, ich habe mich hingesetzt und dann ist es geflossen und ich habe runtergeschrieben und ich weiß noch, ich habe geschrieben, ich möchte eine Talkshow kreieren, ich möchte, I want to be a host, ich möchte Moderatorin sein und ich möchte, dass es ein intimer Ort wird, aber ich will auch, dass wir klug und intelligent über Sachen sprechen, aber es soll auch empathisch sein und ich möchte, dass sich Leute zu Hause fühlen und ich möchte auch, dass sich Leute, die sich das angucken von außen auf den Screens quasi, dass sie das Gefühl haben, dass sie Teil von etwas sind und ich möchte einen Raum der Liebe kreieren quasi. Das war runtergeschrieben und dann ging es für 6 Monate eigentlich in sowas wie eine Inkubationsphase, nenne ich das für mich. Da ist nicht viel passiert. Ich habe nicht viel gemacht. Ich habe in der Zeit nur für mich entschlossen, das war eigentlich schon eine größere Entscheidung, aber dass ich nicht weiter studiere. Im Master, ich hatte angefangen, habe ich abgebrochen. Und dann habe ich es einfach wirken lassen. 6 Monate einfach wirken lassen. Ich hatte einen Studijob, keinen Master und einen großen Traum. Ja, geil. Das ist doch gut. Ja, Mann. Krass. Und wie fühlst du dich jetzt damit? Ey, das war die beste Entscheidung. Ja. 2017, ich glaube, ich bin ziemlich stolz auf mich, dass ich das gemacht habe und auch, dass ich das so sagen kann. Darauf bin ich auch nochmal stolz, weil es war nicht einfach, es war nicht selbstverständlich in meinen vorigen Jahren, dass ich mir selber Mut zusprechen konnte, aber dass ich da einfach zum einen erstmal anerkannt habe, dass es mir schlecht geht, erstens das, mir dann Hilfe gesucht habe, quasi in Form des Live-Coachings und dann quasi einfach meinen Master abgebrochen habe, weil das ist so der Traum meiner Eltern und ich liebe meine Eltern und sie lieben mich, aber es war halt, ich hatte das Gefühl, dass ich sie halt mega hintergehe und ich habe denen das natürlich auch nicht erzählt am Anfang. Ja. Ciao, die haben es noch in der Zeitung gelesen. Ah, guck mal. Nicht schlecht. Und dann lag die so auf dem Tisch, die Zeitung, was das? Oder wie? Nee, Mann, ich glaube, meine Eltern sind immer so, was heißt das jetzt? Ach so. Aber mach's noch, oder? Und dann bin ich immer so, ja, also ich bin ja noch ein bisschen eingeschrieben, aber irgendwie auch nicht mehr. Ich versuche das dann so, dem aus dem Weg zu gehen. Krass, in welcher Zeitung war das dann? Darf man das sagen? Na klar, das war der Freitag im Juni oder im Juli 2018 und ich lache, weil das war quasi fast ein Jahr später, also ein Jahr, nachdem ich abgebrochen habe. Nichts mitgekriegt. Das haben die nicht irgendwie, oder haben die gemerkt, da ist irgendwas? Nein. Nicht? Krass. Nee, weil ich bin sowieso, ich bin eine Person, ich bin immer auf Achse, ich bin immer irgendwie da unterwegs und da auf der Veranstaltung und dann, meine Eltern vertrauen mir ja auch. Ja, ist gut. Und in dem Moment vielleicht war ein bisschen Vertrauen gebrochen, aber es war ja auch irgendwie, es war ja dann, ich habe es ja dann angesprochen und sie sehen ja was daraus, was ich mache und dass ich halt meine Augen glitzern habe. Wenn das mich glücklich macht, dann sehe ich auch jetzt gerade bei meinen Eltern, dass es sie auch glücklich macht. Ja, das ist gut, weil du sagtest jetzt gerade auch, du hast ja gesagt, dass es dir mit dem, was du gemacht hast, schlecht ging und ich habe irgendwie das Gefühl, wenn man mit Leuten spricht und zu tun hat, ich glaube, es geht vielen so, aber nicht viele gestehen sich das ein und nicht viele wollen den Schritt gehen, um irgendwo hinzukommen, wo es denn besser geht. Weil dann ist das so, hey, ja, der Job geht so und so, aber die Kohle ist nicht schlecht so und du hast eine Sicherheit und du hast das und dieses und jenes. Wo ich denke, ja, aber willst du das jetzt 20, 30 Jahre machen und dir dann immer sagen, ich hätte auch gerne mal Schauspiel studiert oder sowas zum Beispiel oder ich hätte auch gerne mal eine Weltreise oder ne, irgendwas gemacht so. Also da denke ich mir zum Beispiel, ich möchte nicht die Person sein. So, ich glaube, dir ging es wahrscheinlich bestimmt ähnlich. Voll. Und was meinst du? Halt, also zum einen, Geld ist die größte Lüge. Geld ist die größte Lüge. Es wird uns das Gefühl geben, es möchte uns das Gefühl geben, dass wir geborgen sind, dass wir sicher sind, dass wir gut sind, dass wir es geschafft haben. Aber es ist die größte Illusion. Es ist die größte Illusion. Ich finde, und damit meine ich nicht so, I don't need money, so gar nicht. Nein, wir brauchen Geld, so braucht mir keiner sagen. Also ich brauche Geld, damit ich, weil es teilweise auch mich glücklich macht in dem Sinne, dass ich mir ein Life-Coaching kaufen kann. Ich kann mir dann Wellness kaufen, so. Das ist in der Form hat schon eine Relevanz. Aber trotzdem zu verstehen, es kann uns in den größten Albtraum reiten. Also einfach, es ist voll schwierig. Also es ist auf der einen Seite
anzuerkennen, dass es eine Illusion ist, auf der anderen Seite anzuerkennen, dass wir auch abhängig davon sind in einer gewissen Weise. Und deswegen kann ich zum Beispiel auch nicht zu einer Person gehen und sagen so, ey Mann, du musst einfach nur ein bisschen, lass mal locker, mach einfach Scheiß drauf, mach einfach, geht nicht. Also wer bin ich denn, dass ich zu einer Person gehe und dann sage, kündige deinen Job und deine zwei Kinder, die werden schon irgendwie also klarkommen. Ja. Das, also ich kann es mir nicht rausnehmen. Ja. Gleichzeitig wünsche ich mir das für alle. Ich wünsche mir das für alle meine Freundinnen und Freunde, für meine Menschen in meinem Umfeld, dass sie dieses Glitzern in den Augen haben. Ich hatte gestern ein Gespräch mit einer Freundin, die jetzt genau in diesem Moment ist. Die ist jetzt genau in diesem Moment, wo sie merkt, so, soll ich jetzt nochmal Abitur machen? Also eigentlich will das eigentlich mein Papa. Und sie hat mir das so gut verkauft die letzten Monate. Sie so, ja, ich will Abitur machen und dann studieren. Und ich so, ja, geil, Mann, wenn es das ist, was du machen willst, dann mach das. Aber eigentlich will sie das gar nicht. Eigentlich möchte sie Künstlerin sein. Und sie ist genau, boah, ich kriege Gänsehaut. Die ist genau an diesem Punkt, der so ausschlaggebend ist. Und ich wünsche mir voll viel, also sehr für viele Menschen, dass sie die Möglichkeit bekommen und die Begegnungen haben, die ihnen dann nochmal so die Inspiration geben können, dass sie dann einfach sagen, okay, ich vertraue jetzt einfach auch ein Stück weit auf, in meinem Fall wäre es Allah oder Gott oder den Kosmos oder auf einfach auf die Energien, die da sind. Ja. Und wie ist es mit deinen Freunden jetzt so im Umfeld? Wie nehmen die das alles auf? Was kam da so als erstes? War da auch erst so ein bisschen so, mach lieber dein Studium weiter und lalala? Oder haben die gesagt, ja, go for it. Ja? Ey, wirklich. Also vor allem der engste Kreis, da sind die Mädels so unterstützend. Und ich bin so dankbar dafür, dass ich sie habe. Das sind die Leute, die mich erden. Das sind die Leute, die mir ehrlich spiegeln, was sie denken, was sie sehen und auch ganz klar markieren, wenn sie Sachen nicht wissen. Und sie sind mir immer ein Zuhause. Und dann gibt es natürlich auch nochmal andere Kreise, also die halt nicht die im engsten Kreis sind, aber da ist es auch sehr, sehr ähnlich. Sprechen mir Mut zu, also sagen auch in Worten so, hey, das ist voll geil, was du machst. Und das Geile ist, was ich dann auch sehe, ist, dass sie selber so ein bisschen dadurch Mut bekommen, auch ihre eigenen Sachen zu machen, was nicht bedeutet, dass es schon nicht einige Leute in meinem Umkreis gibt, die schon ihrer Leidenschaft folgen quasi. Ja. Und das ist zum Beispiel auch insofern wichtig, so ein Umfeld zu haben, weil es gibt manchmal Menschen, die wir lieben, aber die vielleicht nicht allzu gut zu uns sind. Mhm. Das ist super schwierig. Es gibt vielleicht eine langjährige Freundin oder ein bester Freund aus der Kindheit oder vielleicht auch ein Familienmitglied, die wir so sehr lieben, mit dem wir so viel Zeit verbracht haben, aber die dann eigentlich toxisch sein können. Und damit umzugehen ist super schwierig, weil am Ende des Tages sind sie keine schlechten Menschen, sie machen manchmal schlechte Sachen und ganz oft, hätte mir jetzt eine Person in meinem Umfeld nicht den Support ausgesprochen und hätte mir irgendwie eher Negatives zugesprochen, dann hätte ich früher oder später verstehen müssen, dass es nichts mit mir zu tun hat. Es hat alles mit der Person zu tun. Dass die Person ganz viele vielleicht Unsicherheiten hat oder unglücklich ist und das auf mich projiziert quasi. Sich davon zu lösen, für mich war es einfach, weil ich hatte vereinzelt Leute, die in meinem äußeren Freundeskreis waren und da war das für mich eigentlich relativ schnell klar, okay, ich trenne mich von euch jetzt auf diesem Weg und das ist nicht endgültig, vielleicht kommt man irgendwann wieder zusammen. Und das war einfacher, aber ich kann dankbar sein, dass ich wirklich in meiner Familie und eigentlich, also auch in meinem Freundeskreis, engen Freundeskreis, nur Support und Liebe erfahre. Das ist cool. Nee, weil darüber habe ich auch gestern, war das gestern, nee doch, ich habe mit einem Jungen geschrieben, der mir seit ein paar Tagen folgt. Geil. Und hat mich einfach mal dann nochmal so angeschrieben und gesagt, hey, wie geht's dir? Dann sage ich, ja gut, wie geht's dir? Ja, nicht so, lalala, weil er ist dann ein bisschen jünger. So, und jetzt gerade bei der Führerscheinprüfung ist ein paar Mal durchgefallen. Und wenn man halt, glaube ich, jung ist, dann verliert man auch ganz schnell den Mut oder zweifelt ganz schnell an sich irgendwie und sagt dann auch so, ja, meine Freunde, die fahren schon alle und die sagen dies und jenes. Und ich finde halt, in solchen Momenten ist es halt wichtig, die richtigen Leute um sich zu haben, ne? Die dann nicht sagen, Pech oder so, vielleicht wird es nichts mehr. Oder Leute zu haben, die sagen, mach, auch wenn es 1000 Mal sind. So habe ich ihm auch geschrieben, dann so, selbst wenn du es 1000 Mal machen musst. Also ich bin auch schon mal durchgefallen bei meiner Theorieprüfung so und ob du es jetzt einmal nicht schaffst oder 1000 Mal, aber Hauptsache nicht aufgeben. So. Und ich finde, in solchen Schlüsselmomenten, wie du auch sagst, ist es ganz wichtig, die richtigen Leute um sich zu haben. Weil ich auch für mich jetzt irgendwie gemerkt habe, so, wenn ich jetzt so Sachen beobachte, Kritik, die man gibt, die ist auch ganz schnell da. So, ey, das ist nicht so richtig und du solltest so und dies und das.
Aber man muss man sich auch fragen, ist das auch gerade richtig in dem Moment, was du sagst? Und inwiefern hilft das überhaupt? So, weil dir einfach nur zu sagen, bei dir ist es jetzt nicht der Fall, ne? Aber zu sagen, dein Oberteil sieht nicht gut aus. Was machst du jetzt damit? Exactly. Also wenn du sagst, hey, ich weiß nicht, ob das jetzt das Richtige ist. Ich habe aber jetzt im Gegenzug was anderes, was ich dir anbieten könnte. Vielleicht steht dir das. So müsste eigentlich mit Kritik umgegangen werden, finde ich persönlich. Aber du, wie du sagst, du hast oft dann manchmal auch Leute um dich herum, die das auch gar nicht wissen, dass die in dem Moment was Toxisches sagen. Ja. Und ich weiß gar nicht, also das ist... Woran mich das gerade erinnert, ich hatte ein Gespräch mit einer guten Freundin von mir, sie ist auch eine Macherin, auch eine Person, die auch ihren eigenen Träumen folgt und sie meinte zum Beispiel, sie holt sich Kritik nur von ganz bestimmten Menschen und das hat bei mir ganz viel ausgelöst, weil ich dachte, krass, das stimmt voll, weil wir glauben, ich spreche mal von mir, ich bin aufgewachsen in einer Umgebung, wo es heißt so, ja, immer Feedback ist voll wichtig, hol dir von allen Feedback. Aber ganz ehrlich, ich brauche kein Feedback von einer Person, die nicht meine Vision teilt. Also eine Person, die gar nicht versteht, warum BlackRock Talk wichtig ist, dann ist die Kritik von der Person auch irrelevant. Für mich, was relevant ist, aber auf jeden Fall im Team, wer ist da drin, in der Community, die sich das angucken. Was ist wichtig für sie? Was sehen sie gerade? Was für eine Kritik kriege ich von da? Weil das kann ich dann auch zu Herzen nehmen. Und dann ist auch nochmal super wichtig, auch kritikfähig zu sein, einfach zu sagen so, ey, geil, Mann, danke dafür, cool, du siehst gerade, man sagt auch im Englischen so, you're speaking into my potential, du sprichst in mein Potenzial rein, du siehst, dass ich besser sein kann, so, und ich nehme diese Liebe an, so gleich, ne, ich kann mir aber auch vorstellen, oder ich sehe das auch manchmal, dass, ich frage mich gerade, ob das bei mir auch so ist, aber manchmal ist es halt schwierig, Kritik anzunehmen, und weil man es persönlich und so, man nein, und ich bin doch aber voll gut. Und ich merke halt, da spielt ganz viel Selbstvertrauen eine Rolle. Und Selbstvertrauen ist nicht einfach da und ist auch nicht einfach weg. Das wird trainiert wie ein Muskel. Und das ist eine Sache, wenn ich mit so jüngeren Leuten spreche oder Leute in meinem Umfeld, wo ich ihnen immer sage, ey, wir sollten immer, jeden Tag, jede Minute immer zu uns gut sein und liebevoll sein, sodass in schwierigen Situationen oder auch wenn so Feedback kommt, wir immer in der Lage sein können, mit einem ruhigen Kern zu sagen, so, ja, ach, danke für deine Kritik, ach, krass, okay. Oder auch sagen zu können, hey, danke für die Kritik, aber ich brauche es nicht. Ne? Also so eine Ruhe zu entwickeln. Ja, da ist was dran. Wenn wir jetzt davon sprechen, wie stelle ich die Frage am besten? Du hast meiner Meinung nach und vielleicht auch für Leute, die dich nicht kennen oder dich sehen zum ersten Mal oder dich dann auch erfahren auf den verschiedenen Plattformen, eine lebhafte Art, würde ich jetzt mal so sagen. Also du bist da und du machst Spaß und redest und machst und tust. Ich erinnere mich aber jetzt zurück, oder was heißt, ich erinnere mich zurück, so wie du bist, wäre gut, wenn wir alle so sein könnten und auch wären, dann würde es uns insgesamt, glaube ich, auch allen besser gehen, so, wenn wir so miteinander umgehen würden. Ich gucke zum Beispiel, wie du mit deinen Gästen auch umgehst bei BlackRock Talk, so, du machst den Tee und Chai und wie du mit denen sprichst, also wenn du sagst, so eine Umgebung zu schaffen, wo Liebe ist, man merkt das auch, aber du hast halt auch eine aufgeweckte Art. Und ich denke jetzt gerade zurück, oder beziehungsweise wenn ich jetzt Gesellschaft so ein bisschen angucke, was du machst oder wie du bist, das entspricht ja mal wieder nicht der Norm. Und meistens versucht man ja Leute wie dich zum Beispiel auch stillzuhalten, oder? Weil ich beobachte zum Beispiel, es gibt einen Weg für uns und das heißt Schule, Studium, dies und das. Mhm. Wenn wir es dann schaffen, ne? Also ich würde sogar sagen, vielen von uns wird eher gesagt, Schule, aber dann auch nur bis Hauptschulabschluss und dann sei mal leise. Geh mal einfach, bleib mal unten und sei leise. Das ist nochmal was anderes, genau. Das ist nochmal was ganz anderes. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen wollen, dass es für alle fair ist und alle dieselben Ziele erreichen sollen, dürfen, dann sollten wir alle diesen einen Weg gehen. Aber in diesem Weg gehört nicht dazu, anders zu sein, so wie du zum Beispiel. Also vielleicht hast du auch nicht das Gefühl, großartig anders zu sein, aber wenn man dich jetzt neben eine, ich will jetzt nicht böse sein, aber 0815 normale Person stellt, so, es gibt Menschen, die sind halt so sehr in sich gekehrt und die kommen nicht aus sich raus, aber vielleicht haben sie zu Hause in der Familie oder im nahen Umfeld irgendwie eine andere Persönlichkeit, wo sie zum Beispiel gerne Spaß machen, gerne dies machen und viel mehr aufgehen und damit sogar vielleicht auch ihren Lebensunterhalt verdienen könnten, aber so darauf trainiert sind, normal zu sein. So, siehst du das auch irgendwie so ähnlich, dass man? Ich sehe das aber gleich, also es ist schwierig für mich, weil es so einfach ist zu sagen, ne? Also boah, du kannst, du lässt dich voll schnell domestizieren und du bist irgendwie, lässt dich irgendwie voll schnell irgendwie als, ne, irgendwie als in so eine Form reinstecken. Mhm. Aber ich glaube, das ist richtig schmerzhaft. Ich meine, dass keine Person aus freiwillig in so eine Form sich reinpressen lässt. Ja. Und das ist ja eine jahrelange Arbeit, die passiert die beginnt wahrscheinlich im Kindergarten, dann guckt man noch ein bisschen Fernsehen oder YouTube hier und da und dann
trainieren wir uns das teilweise selber an. Also wir lassen das ja zu, ne, weil wir hören das, wir sehen das, wir riechen das, wir schmecken das, so gewisse, so eine angebliche Normalität. Und dann bekommen wir das aber auch. Ist schwierig. Ich könnte mir nicht rausnehmen, zu einer Person zu gehen und zu sagen, so, ey, du bist voll normal, sei mal ein bisschen anders. Ja. Kann ich nicht machen, weil ich bin selbst eine Person, die super in sich gekehrt ist, ist halt super einzigartig, weil auch in sich gekehrte Personen brauchen wir. Wir brauchen Menschen, die einfach die Leute erden, die einfach so ein bisschen vollkommen überdreht sind. Ich würde von mir selber jetzt nicht sagen, dass ich überdreht bin, aber ich habe Leute in meinem Umkreis, die bubbly sind und sprudeln, und dann brauchen wir die anderen Leute, die sagen so, ey, chill mal, ja, lass mal deinen Film mit. Ich frage mich da, für mich ist da, glaube ich, die größere Frage, welche Verantwortung habe ich quasi als Esra den Menschen gegenüber? Welche habe ich da die Verantwortung, denen dann immer zu sagen, so, ey, du musst es nicht machen? Oder ist meine Verantwortung einfach anzuerkennen? Weil eine Person, auch wenn eine Person sagt, ja, ich kann anders sein, aber ich entscheide mich jetzt normal zu, also normal, ne? Also quasi der Norm entsprechend zu leben, dann wer bin ich denn, dass ich komme und sage, so, nee, mach das nicht. Mhm. Also ich bin da, also mit welchem Recht? Also ich glaube, das ist auch eine Tat, das ist ja auch eine Form von Selbstbestimmung. Ja. Und manchmal bedeutet auch einfach, einen Traum verfolgen, auch Sachen opfern, die sich vielleicht in diesem Moment einfach nicht opfern lassen. Wie muss ich das verstehen? Naja, ich denke zum Beispiel, weiß ich nicht, vielleicht bist du gerade Papa und hast ein Kind, weißt, und dann, du willst jetzt gerade voll die Weltreise machen, keine Ahnung. Mhm. Und aber es geht jetzt einfach gerade nicht, weil du hast ein Kind, weißt du, geht gerade einfach nicht. Ja. Und dann ist es jetzt vielleicht nicht die richtige Möglichkeit. Stimmt. Und das wäre dann quasi diese Weltreise machen, das wäre das Anderssein. Aber diese Person hat eine Verantwortung dem Kind gegenüber, und deswegen wird die Person teilweise gezwungen, normal zu sein, also nee, der Norm entsprechend zu leben. Mhm. Und dann finde ich halt, dass ich eben nicht. Ja. Und außerdem auch, ey, ganz ehrlich, vielleicht, ich habe auch bestimmt voll viele Sachen in meinem Leben, wo ich der Norm entsprechend lebe. Nur weil ich jetzt in meinem kreativen Ausdruck oder in meiner Arbeitswelt so bin, kann es ja auch voll gut sein, dass ich dann irgendwie in Beziehungen super, super normalo bin. Ja. Oder irgendwie in der Art und Weise, wie ich mit meinem Geld umgehe, super normalo bin. Ja, da ist was dran. Dann nochmal zurück zu BlackRock Talk. Warum. Ich will die Frage richtig stellen. Woher hast du die Notwendigkeit gesehen, so ein Format schaffen zu müssen? Weil es für mich, ich bin jetzt eigentlich sonst immer so der Serienmensch gewesen, und jetzt habe ich irgendwie so den Weg mehr zu YouTube gefunden und gucke mir irgendwie viel mehr solche Sachen an und entdecke jetzt auch in Deutschland gewisse Formate so. Und die ich jetzt meistens dann irgendwie so im Auge habe, sind dann jetzt zum Beispiel deins. Oder ich weiß nicht, ob du den kennst, Leon Lovelock. Nee. Das ist ein, was hat der früher gemacht? Er hat so Street-Interviews gemacht früher, so, also zum Beispiel ein neues Lied von Flair genommen, geht auf die Straße und sagt, wie findest du das? Und es hat wohl ein richtiger Hip-Hop-Head irgendwie und hat jetzt irgendwann mal den Weg dazu gefunden, dass er jetzt diese Leute auch interviewt. So, geil, das heißt irgendwie, komm ins Café, lass uns reden, und bringt halt die ganzen Leute aus der Rap-Szene so rein und spricht mit denen aus dieser Fan-Perspektive so. Und das ist auch so ein ungezwungenes Format, so, wo ich mich, also die reden über alles, über Gott und die Welt. Und ich denke mir halt, krass, also so habe ich es auch noch nicht in Deutschland gesehen, und es gibt auch nicht viel davon, und da gehört dein Format auch dazu. Aber wie kamst du dazu zu sagen, hey, das ist wichtig, sowas zu machen, oder dir ist es wichtig, sowas zu machen? Auf jeden Fall gibt es da nicht einen Grund, sondern mehrere Gründe. Einmal ist es, weil ich ganz klar gemerkt habe, okay, Menschen, die so aussehen wie ich, Menschen, die so leben wie ich und Menschen, die Erfahrungen machen wie ich, sind in den deutschen Medien absolut unterrepräsentiert oder sogar falsch repräsentiert. Und wenn ich sage falsch repräsentiert, meine ich halt sehr eindimensional. Wenn da ganz bestimmte Figur dargestellt, also ich spreche jetzt von Frauen mit Kopftuch, werden dann irgendwie, sind dann sehr, ja, sie sind, haben keine Facetten, sondern haben dann eine ganz starke Narrative, die ich jetzt auch gar nicht wiederholen will. Ich glaube, Leute wissen, was so die Stereotypen sind, wenn man an Frauen mit Kopftüchern denkt. Ja. Und das gilt auch für andere Menschen in der deutschen Gesellschaft, in der deutschsprachigen Gesellschaft, die Ausgrenzung erfahren. Und ich habe mir halt gedacht, ey, also okay, ich möchte irgendwie Sichtbarkeit. Ich möchte, dass ich gesehen werde. Also, und wenn ich sage ich, nicht ich selbst, sondern Menschen wie ich. Ich möchte gerne, dass, wenn ich jetzt ein Mädchen gewesen wäre, ein junges Mädchen, dass ich irgendwie eine Identifikationsfigur habe. Dann wollte ich auch, dass Narrativen sichtbar werden, die einfach so auch unterrepräsentiert sind.
einfach Sachen, wo ich merke, okay, wenn ich mit meinen Freundinnen und meinen Freunden bin, sprechen wir über richtig coole Themen und es hat auch, es ist politisch, aber es ist halt nicht irgendwie hart akademisch, sondern es ist so, aber nee, warte mal, nein, aber Dicker, guck mal hier, weißt du, das ist so, es hat so einen Flow und wir wollen verstehen, aber genau diese Diskussion sehe ich dann halt nicht medial und da wollte ich das auch mit reinholen. Eine andere Sache, die ich auch machen wollte, ist halt Raum einnehmen. Ich wollte sagen, so, ey, guck mal, einfach so präsent sein und sagen, so, hey, hier sind wir. Cool. Und gleichzeitig wollte ich nicht eine Person werden, die auf Umstände reagiert. Und das ist zum Beispiel, ich sehe das ganz oft im deutschen Journalismus, dass da problematische Sachen passieren und alle unsere, also alle meine Geschwister, alle Menschen, die halt irgendwie Marginalisierung erfahren, feuern zurück und mit allen ihren Mitteln und sind gut darin und die sind versiert und sind eloquent und hauen raus und sind halt, die sind krass, das sind wirklich krasse Menschen, aber sie sind auch einfach müde und ich will das nicht, ich möchte nicht reagieren, ich möchte gerne selber bestimmen, worauf ich Bock habe zu sprechen, ich möchte selber gucken, mit wem ich sprechen möchte und ich möchte einen Mood setzen, ich möchte eine Stimmung haben und eine Stimmung setzen, die auf Empathie basiert und nicht auf, ich schieße jetzt auf dich, damit wir aufeinander wieder schießen können. Ja. Und das natürlich, also es sind wichtige Unterhaltungen, die ich führen wollte, aber halt eingepackt in einer sehr zugänglichen Form. Ja. So wie ich halt bin, so wie meine Leute halt in meinem Umkreis sind. Das finde ich cool, weil ich glaube, das ist auch irgendwie wichtig. So, das sollte man auch irgendwann mal merken. Ich kann verstehen, dass es für viele Leute schwierig ist, so, der eine sagt was, der andere, wie du sagst, reagiert, also ne, jemand greift an, der andere reagiert auf diesen Angriff so und meistens kommt man dann einfach nicht weiter, wenn man nur so hin und her sich das Zeug zuwirft, sondern wie du sagst, man muss halt so ein Umfeld schaffen, wo man über Sachen sprechen kann. Voll, weil so, die Frage ist ja auch so, was ist unser Ziel? Richtig. So, ja. Was, also, ach, das ist echt, ja, also ich glaube, es ist auch mittlerweile gängig in meinem Umkreis, dass viele einfach mitbekommen, dass ich zum Beispiel nicht auf dem letzten Stand bin, was so in der Tagespolitik abläuft, weil ich habe einfach gerade keine Energie dafür. Ja, geht mir auch so. Oder? Ja. Ich kann mir das einfach nicht geben. Ja. Reicht doch schon, wenn der Typ mich auf der Straße anspuckt. Nein. Weißt du, Schweine? Reicht doch schon. Was für Nachricht nochmal. Also es, ne, es passiert nicht oft, aber Sachen passieren und man will einfach, dann ist es so, lass mich in Ruhe, Mann. Ja. Digga, ich will einfach mein eigenes Ding machen. Ja, ja. Schieb mir keine Filme. Ja, so wäre es eigentlich am besten. Nee, vollkommen richtig. Und, ich hatte gerade eine Frage im Kopf, die ist mir jetzt gerade kurz entgangen, aber sie kommt wieder zurück. Mhm. Ich habe noch was gesehen und zwar, also der Sinn dieser Sache für mich ist so, dass ich Leute kennenlerne, so wie jetzt wie dich. Wir haben uns vorher nicht gekannt, ich wusste auch nicht so viel über dich vorher und es hat für mich schon gereicht, dass mir eine Freundin sagt, guck sie dir an, ich gucke ein bisschen drüber, ich habe mir Sachen angeguckt und sage, cool. Finde ich interessant, möchte ich gern sprechen. Aber mir das trotzdem noch so offen halten möchte, also ich möchte jetzt nicht irgendwie jetzt die Leute studieren und alles schon wissen, sondern jetzt hier so mit ihr reden können. Und habe dann zufällig, ich wusste das gar nicht, als ich dich angefragt habe, gesehen, dass du auch irgendwie bei den Datteltätern mit dabei bist. Ja, genau. War mir absolut nicht klar. Ich habe erst vor 2 Wochen oder so ein, 2 von deinen Clips gesehen, wo ich geil. Dachte, krass, wusste ich gar nicht. So, ich weiß nicht, ob das bei dir im Instagram steht, in deiner Beschreibung. Guck mal, oder ich so. Bin ja richtig schlecht im Instagram-Dings machen und ich habe jetzt endlich auch eine Social-Media-Managerin. Richtig geil, Mann. Krass. Ich kann es einfach. Ich bin einfach schlecht darin. Und jetzt steht es drin. Es stand aber vor 2 oder 3 Wochen nicht drin. Das kann gut sein. Ja, ich war, was heißt überrascht, aber ich dachte mir, krass, also fragst jemanden an, können wir mal sprechen und auf einmal merkst du, krass, dies, weil es ist ja jetzt nicht, was heißt unbedeutend, aber... ja, doch, schon, ist ja auch meine Arbeit und mittlerweile funktioniert ja vieles über Instagram, man sagt so, hey, ich brauche eine Grafikerin, so hier, guck mal, ihr Insta-Profil, also es funktioniert viel über Instagram und ich habe auch verstanden, dass man eigentlich das nutzen sollte, könnte, um für sich Werbung zu machen, aber ich weiß, was meine Schwächen sind. Und ich will es auch nicht, ich will es nicht zu einer Stärke machen. Ich will nicht gut sein im Instagram, deswegen war das so. Inwiefern gut sein? Also wär ich gut gewesen, dann hättest du schon, als wir uns kennengelernt haben, quasi als wir uns geschrieben haben, hättest du schon gewusst von vornherein, dass die ist bei Datteltäter, die macht dies und die macht das und, und das kann sie und das ist so ihr Profil gerade. Aber weil ich schlecht bin darin, hast du einfach nur gesehen, okay, weil nur BlackRock Talk stand quasi in meiner Bio, sie ist halt ein paar Bilder, so voll amateurhaft und dann ist die Sache auch gegessen, was okay ist, aber ja, aber ich habe auch auf jeden Fall die Notwendigkeit gesehen, da jetzt ein bisschen mehr aufzupolieren. Aber die wichtigeren Sachen passieren dann bei dir eh oder sollten sowieso jenseits von Instagram passieren, ne? Ja und nein. Also klar, die
Diskussion oder BlackRock Talk an sich, die Produktion passiert in einem an einem physischen Ort. Wir sind da mit unseren Körpern und wir fühlen und wir spüren. Aber der Vorteil von Social Media ist ja, dass wir eben diese Barrieren runterreißen können und sagen können, dass eine Person, die jetzt vielleicht gerade ein Auslandssemester macht, weiß ich nicht, in Mexiko, dann trotzdem mitmachen kann. Also das ist wirklich, da gibt es eigentlich so keine Grenzen mehr, außer vielleicht sprachlich. Aber da war mir zum Beispiel von vornherein sehr, sehr wichtig, auf Deutsch dieses Format aufzubauen und nicht auf Englisch, weil das ein deutsches, weil wir deutsche Angelegenheiten ansprechen und deutsche Realitäten. Warte, ich habe den Faden verloren. Ich wollte eigentlich zurück zu, genau, da sind Barrieren, aber diese Barrieren, genau, es ist, Instagram ist trotzdem wichtig, weil unsere Community bewegt sich über Instagram und Instagram ist unser Kanal. Wir sprechen, also wir versuchen ja immer wieder irgendwie in Konversation zu gehen und immer zu gucken, okay, was wollt ihr eigentlich, was braucht ihr, was können wir machen, könnt ihr uns Feedback geben, und hätten wir Instagram nicht, dann würde das nicht funktionieren. Hm. Dann würde auch dieses ganze Format nicht funktionieren. Machen die Leute richtig mit auch dann so, wenn du sagst, hier, sagt mal, was ihr so denkt, was wir machen sollen? Voll. Kommt auch was? Voll, wir machen immer wieder Community-Umfragen, also Wir fragen immer, okay, welche Themen wollt ihr gerne behandelt haben, und es ist natürlich immer, ist halt immer so bittersüß, weil sie schicken ganz viele Themen, aber wir produzieren halt irgendwie alle 2 Monate gerade, ne, aus Zeitgründen so, und da kann man halt noch nicht allen gerecht werden, aber natürlich, wir fragen auch immer, auch in der letzten Folge hatten wir einen Community-Gast in der Sendung, was ich ganz cool fand. Richtig. Das heißt, wir haben einfach gefragt, hey, wir möchten über dieses und jenes Thema diskutieren, wir brauchen eine Person, die die und die Meinung hat, in die Richtung geht, weil wir wollen natürlich auch sicherstellen, dass an dem Tisch ein bisschen mehr diversere Meinungen da sind. Cool. Und über Instagram kam dann eine Rückmeldung. Es haben sich mehrere Leute zurückgemeldet und haben wir eine Person ausgesucht. Ja, also deswegen ist Instagram super, super wichtig. Also ich sehe, dass es wichtig ist. Ich sehe aber auch gleichzeitig, dass meine Stärken woanders sind. Deswegen ist es auch meine Verantwortung als Gründerin und als Executive Producer dann sicherzustellen, dass ich Leute rekrutiere oder onboarde, die dann diese Aufgabe übernehmen. Ja, cool. Wie suchst du eigentlich die Themen aus? Oder wie sucht ihr die Themen aus? Klar, die Leute geben ein bisschen Input, aber du hast bestimmt auch ein paar Sachen, über die du selber mit den Leuten sprechen möchtest, oder? Es ist ja nicht so, dass dann nur jemand zu dir mit einer Akte kommt und sagt, hier bitte, das sind die 10 Themen, die wir angehen können, sondern du hast bestimmt auch Sachen, die dich wahrscheinlich auch irgendwie beschäftigen. Voll. Aber wie kommt, also ich habe zum Beispiel, was habe ich gesehen, das letzte habe ich gestern noch angeschaut, um was ging es nochmal, True Foods war das? Mhm. Und dann habe ich mir auch die Folge mit, wo es um R. Kelly, Kevin Spacey und Co. ging, wonach entscheidet sich das für euch, ob das, also für wen ist das dann relevant? Also für mich, weil ich in dieser Hip-Hop-Kultur, Film und allem drin bin, wenn du von Kevin Spacey, R. Kelly und so sprichst, oder Weinstein, so, damit kann ich was anfangen, so, weil ich bewege mich auch, also was als Konsument, ne, bewege ich mich so in dieser Welt. Aber wonach entscheidest du oder ihr, was für ein Thema interessant oder wichtig sein könnte und welches nicht? Also du hast schon recht, ich suche sie mir selber aus, einfach so, worauf ich Bock habe, und das war auch bei den ersten Folgen so. Ich meine, wir sind ja noch voll jung, ne? Okay, wir sind jetzt ein Jahr alt geworden, aber wir haben 7 Episoden, das ist nicht viel, und wenn man sich die erste Folge anguckt und die letzte, wir haben starken Wachstum durchgemacht, und die ersten Folgen habe ich einfach so gesetzt. Also ich weiß auch noch, die erste Produktion, ciao, ey, ich habe mich redaktionell 0 vorbereitet, 0. Ja. Ich habe die Leute eingeladen, ich meine so, Leute, ihr kommt rein, wir werden diskutieren. Ich habe an einem Tag 2 Folgen produziert, das war die Katjes-Folge und die Ob Geld glücklich macht-Folge. Ja. Einfach drauf los diskutiert. Und dann bei der 3. Folge war ich so, boah, jetzt habe ich mal richtig Bock, irgendwie, weiß ich nicht, über Fenty Beauty zu diskutieren. Frag mich nicht, wie ich auf das Thema gekommen bin. 4 Blogs wollte ich unbedingt machen, weil ich wusste so, ey, es gibt nochmal muslimisch rassifizierte Männer, also Männer, die, wo man denken würde, oh, sie sind muslimisch, machen eine ganz bestimmte Erfahrung in Deutschland. Und das geht so oft unter. Und sie werden viel mehr als, ich will es gar nicht wiederholen, in komischen Kontexten dargestellt, was mir nicht gefällt. Und da war es so, nein, Mann, BlackRock Talk soll auch ein Raum sein, wo irgendwie unsere Brüder sich zeigen können und sagen können, so was Sache ist, und dass sie selber brillieren dürfen, so, und das ist so ihre Plattform. Das fand ich voll geil. Da waren auch die Leute, die reingekommen sind, alles Freunde von mir, die ich so hart feiere, weil die mich halt so sehr supporten. Und dann, umso mehr Folgen wir produziert haben, desto mehr habe ich gemerkt, okay, wir brauchen eine Systematik. Es müssen irgendwie Themen müssen bewusster platziert werden. Und ich habe zum Beispiel gemerkt, nach 4 Folgen, okay, wir hatten einen ganz starken Rassismusbezug. Und es ist kein Format, das irgendwie nur Rassismus behandelt. Darum geht es gar nicht. Es soll ein Format sein, was viele Themen oder alle Themen behandeln kann. Da war das dann klar, okay, ich möchte ein bisschen was Philosophischeres angehen. Das war dann R. Kelly. Bei der letzten war das so True Fruits. Und ich möchte zukünftig auch
das so öffnen, dass auch Menschen voll mitgucken können und mitreden können, die zum Beispiel nicht wie du irgendwie in der Hip-Hop-Welt unterwegs sind. Mhm. Und man merkt dann natürlich, ne, was ich, die Themen, die ich mir nehme, sind halt super, die haben schon krassen Hip-Hop-Bezug, KünstlerInnen-Bezug, sind sehr, haben so einen zeitgenössischen R&B-Dingsbums-Einschlag. Aber ich will natürlich auch, dass wir, wenn die Gelder dann da sind, dass wir auch über politische Themen, also so Parteipolitik reden können. Mhm. Weil darüber können wir auch diskutieren, kein Problem. Ich möchte, dass wir auch über Gesundheitswesen diskutieren. Ich möchte, dass wir darüber sprechen, dass wir Obdachlose in diesem Land haben. Das ist einfach nicht gerecht. Also, dass wir über Sachen sprechen, über das ganze Spektrum hinweg. Cool. Nee, das ist auf jeden Fall cool. Vor allem, wir kennen andere Formate, in denen andere Leute von dem, ich sage jetzt mal, anderen Schlag über genau diese Sachen sprechen, aber man sieht weniger Leute aus unserer Ecke, die sich auch mit solchen Sachen befassen, sodass manche Menschen vielleicht auch glauben, wir beteiligen uns gar nicht an der ganzen Sache. So, und das sollte ja auch nicht der Eindruck sein. Ne? Also deswegen ist es schon cool, dass dann Leute wie du sichtbar sind und gewisse Themen ansprechen, dass man weiß, okay, ihr ist das auch wichtig. So. Ja. Und dafür so eine Plattform schaffen, nee, finde ich richtig stark. Und Gelder, hast du gerade gesagt. Wie machst du das Ganze überhaupt? Umsonst. Darf man das sagen? Ja, klar, natürlich. Okay. Also ohne Para, gar nichts. Krass. Das ist, also wir haben letztes Jahr, also 2018 im Mai, Anfang Mai, das erste Mal produziert. Und seitdem haben wir insgesamt 7 Folgen produziert und jede Folge ist ohne finanzielle Unterstützung gemacht worden. Natürlich fließt von meiner Seite, aus meiner eigenen Tasche ein bisschen was rein, wie zum Beispiel Verpflegung, wenn wir Produktionstage haben. Wir haben ein Team von, also unsere Set-Crew, da sind wir, glaube ich, zu 10. Ne, irgendwie Tonmann, also Hamid, Elliot, weiß ich, Nilgün, und die sind ja alle da und die müssen ja auch irgendwie essen und trinken. Klar. Das bezahle ich dann, oder zum Beispiel ein Auto, was ich dann irgendwie fahren muss. Oder wenn Gäste zum Beispiel aus anderen Städten anreisen, dann sage ich immer so, hey, ich kann nicht alles tragen, weil es geht aus der eigenen Tasche, aber ich kann die Hälfte übernehmen. Das war bei der R. Kelly-Folge auch so. Genau, jetzt gerade ist das alles, sind wir auf Low Budget. Da haben wir den Vorteil, dass wir bei Alex Berlin produzieren dürfen. Mhm. Das ist so ein Bürgerfunk in Berlin, der Formaten die Möglichkeit gibt oder Menschen die Möglichkeit gibt, Formate aufzustellen und sich auszuprobieren, die Technik zu benutzen, ein Studio zu benutzen, ohne etwas zu bezahlen. Aber dafür quasi stellen wir ihnen unser Content bereit, sie strahlen es mit aus, ist ja cool. Aber sobald wir irgendwie kommerziell erfolgreich werden oder von woanders Gelder beziehen, dürfen wir dort nicht mehr produzieren. Mhm. Aber es ist eine voll coole Win-Win-Situation. Ist immer noch auf jeden Fall cool, dass man am wenigsten so ein Sprungbrett hat, aber irgendwo starten darf. Voll, ne? Voll, das war ein mega Sprungbrett. Ja. Und ich bin auch absolut dankbar dafür, dass die von Alex Berlin einfach so, das einfach da auch einen Raum geschaffen haben. Ich weiß natürlich nicht, wer diese Strukturen gebaut hat, aber irgendjemand in den letzten 10, 20, 30 Jahren hat sich gedacht, Digga, wir brauchen einen offenen Kanal, wir müssen, ne, und wenn Leute wollen, müssen ihnen das Studio geben und müssen auch Technik geben. Und die Person, ich küsse den Kopf, weil wäre die Person nicht da gewesen, hätten wir das nicht machen können. Richtig, ja. Und möchtest du auch mal irgendwie dann, ich hoffe, das ist keine fiese Frage, aber möchtest du auch irgendwie so eine Person sein, die dann auch Möglichkeiten schafft für andere Leute? Voll, Traum. Ja. Übertrieben. Also ich will natürlich, dass dieses zum einen dieses Format nachhaltig sich erstmal sich aufbaut und stark wird und schön wird. Es ist schon schön, aber dass wir wirklich so den ganzen Juice rausholen können. Aber ich will natürlich, ich habe da natürlich andere Träume und andere Visionen, die ich damit reinfließen lassen möchte. Ich möchte auch irgendwann vielleicht eine Akademie haben, eine Medienakademie, wo ich sagen kann, okay, Leute, die irgendwie in irgendeiner Weise gesellschaftlich also marginalisiert werden, ausgegrenzt werden oder irgendeiner Weise nicht akzeptiert werden, sollen die Möglichkeit bekommen, hier ausgebildet zu werden, anhand von Produktion. Sie sollen Kamera lernen können, Ton machen können, Licht setzen können, sollen verstehen, was ist Produktionsleitung sein können. Das ist so, ja Mann, das ist so mein Traum, dass ich das, dass da immer so ein Flow ist, dass ich nehmen darf und auch geben darf. Geil. Das ist immer so ein, ja. Nee, super, weil wie du sagst, also das ist mir auch so aufgefallen. Ich habe gestern mit jemandem vorgestern war das, Sonntag? Ja, vorgestern glaube ich, mit einem Kollegen gesprochen. Wir haben in einem Gebäude gefilmt und ich habe gedacht, ach krass, ich erinnere mich, ich war schon mal hier. Da gibt es so eine ghanaische Vereinigung, die machen halt so ein Mentoring-Programm, dass sie dann halt sich so in, nicht, was heißt, Schulen einschleusen, aber halt in Schulen gehen, sich gezielt Leute raussuchen und sagen, okay, wir möchten halt mit jungen Leuten aus unserem Umfeld sprechen sozusagen, weil um die kümmert sich halt keiner wirklich so sehr. Und zeigen denen halt, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, wie zum Beispiel, keine Ahnung, eine afrikanische Frau, die Jura studiert oder Medizin oder was auch immer, weil viele junge Leute anscheinend sehen das nicht so richtig, sondern sehen, keine Ahnung, wenn ich ein junger Afrikaner bin, muss ich, also ist ein Ausweg Fußball zum Beispiel oder sowas, ne? Aber
keiner denkt so, wie du sagst, zum Beispiel irgendwie Produktionsleiter zu sein. Ich selber bin auch nicht so von selber irgendwie drauf gekommen, sondern es war bei mir durchs Studium so, dass ich erstmal Schauspiel studiert habe und sagte, okay, ich möchte aber Theaterproduktion auch verstehen ein bisschen. Und dann sagte ich, okay, das reicht mir auch nicht, ich möchte noch ein bisschen verstehen, wie Film funktioniert. Und so bin ich halt von dem einen ins andere gefallen so, oder gestolpert. Aber das war jetzt nicht der Plan, dass ich sage, Produktionsleiter, ja. Und jetzt muss ich wissen, was ist der Weg, um da hinzukommen, oder Producer in meinem Fall. So, das war nicht so ein normaler Plan, den ich hatte, oder ein gerader Plan, sondern das ist, ich bin da reingestolpert und bin froh, dass ich jetzt da bin, aber es hat mir halt keiner gesagt. So. Voll, und ich glaube, man muss auch eigentlich keinen Plan haben, aber ich höre da voll raus und mir ging es genauso, einfach zu wissen, dass man einfach eine Bandbreite an Möglichkeiten hat. Genau. Ich habe zum Beispiel vor ein paar Tagen mich mit einer Freundin getroffen und wir haben auch darüber gesprochen, dass wir, als wir aufgewachsen sind, keine Identifikationsfiguren hatten. Das war bei mir ganz besonders stark, und wenn ich auch gefragt werde, wer meine Vorbilder sind, dann ist es immer so meine Mama. So, ich habe keine, oder Missy Elliott, aber so Missy, ich habe nichts, sie hat nichts mit mir zu tun. Ja. Weißt du, ich meine, das ist so, also ich habe keine Identifikationsfiguren. Und bei ihr war das so, schwarze Frau aus Deutschland, und sie hat irgendeine schwarze Moderatorin genannt. Irgendwie, ich kannte die nicht, irgendwie aus Deutschland. Und sie meinte so, oh cool, voll nice. Und ihr automatischer Gedanke war so, krass, aber es gibt schon eine. Das heißt, es wird auch keinen Platz für eine zweite geben. Mhm. Und es ist so krass, weil wir quasi automatisch, also ich habe sehr stark damit resoniert und habe dann gedacht, ja voll, wir denken halt, wir dürfen nicht zu viel Raum einnehmen, und es darf es halt nur bis zu einem bestimmten Prozentsatz geben. Ja. Wir dürfen nicht zu sichtbar werden, weil ansonsten ist es ein bisschen problematisch. Mhm. Und dann auch noch irgendwie, also das impliziert halt so dieses, guck mal, ob du es auch wirklich kannst. Und dann auch nochmal dieses, weil es dann auch ganz oft nur eine Person gibt, die irgendwie öffentlich ist oder wenige, habe ich zum Beispiel gedacht, als ich jünger war, ja, das sind die Ausnahmen. Mhm. Die haben es halt geschafft, die sind halt besonders, die haben halt hart gearbeitet, und die sind halt, weiß ich nicht, die haben es irgendwie geschafft. Und ich habe halt, für mich war klar, ich bin ja nicht einer von denen. Und ich werde ja, ganz klar, ich bin ja nicht die, die gesegnet ist. Ich bin ja nicht die, die da irgendwie das schaffen wird. Und das ist halt, Das ist hart. Eigentlich voll. Nicht so toll, ne? Voll. Ja. Und da bist du wahrscheinlich nicht die Einzige, die sich an so einem Punkt irgendwann mal befindet, so, wo man sowas sieht und denkt, ja, aber das wird nichts für mich sein, weil es gibt halt diese Besonderen oder was auch immer. Ja, nee, aber das macht schon Sinn. Wenn ich jetzt so gucke, ich hatte auch nicht so viele, was heißt Vorbilder, aber wen gab es bei uns hier? Mola gab es? Wer ist das? Mola, kennst du den noch? Nee. Ich glaube, der war von, ich will nicht lügen, Viva oder MTV. Oh, wer war denn da? Moderator, immer so, der hat so Dreadlocks ja, gehabt. Ja, klar, der hat auch mal ein, zwei Lieder, glaube ich, rausgehauen, und jetzt hört man, er ist so eher hinter den Kulissen. Ja, so, was macht er so? Was macht er jetzt? Ich weiß es selber ehrlich gesagt gar nicht mehr, aber ich habe ihn vorhin immer auf, ich glaube, es war Viva gesehen. So, ja, oder ich meine auch. Wen gab es noch? Daisy D, glaube ich, hieß sie. Die, oh, so, es gab so ein, der Name zwei, sagt mir was. Ja, so aus, damals gab es so ein, zwei Stück, die hast du gesehen, aber die sind auch schon wieder weg so, und ja, stimmt, hast du ja recht. Ja, man ist nicht nachhaltig. Nee, absolut nicht. So, dass man sagt, okay, dadurch, dass die schon die Tür geöffnet haben, müssten eigentlich viel, viel mehr nachkommen, ist nicht so. Ist halt, weil einfach ganz klar ist, dass diese Menschen nicht in Führungspositionen sind. Ja. Das ist der Unterschied. Also du kannst, wir können halt irgendwie als Freie immer wieder gebucht werden und auch jetzt sagen, weiß ich nicht, da kommt ein Magazin und macht so, oh, wir machen jetzt voll Representation Matters und bucht dann die ganzen Leute, aber das ist punktuell. Aber wer ist denn nachhaltig in den Institutionen? Ja. Wer macht die Entscheidung? Wer darf mitgucken und mitentscheiden, welche Positionen besetzt werden? Ja. Deswegen ist halt Nachhaltigkeit super, super wichtig, wenn wir über Repräsentation und über auch Gleichberechtigung sprechen. Ja. Deswegen aber Gott sei Dank, dass es Social Media gibt, ha? Ja, und voll. YouTube und Co., weil ohne das irgendwie, weiß ich nicht, glaube ich, wären einige Türen immer noch, also selbst wenn du nie zum, ich weiß es nicht, vielleicht passiert es, aber selbst wenn du nicht zum CDF kommen solltest, ja, hast du trotzdem Platz für deine Plattform und kannst dort machen, was du willst. Und das ist doch, ja, also deswegen, ich bin echt super dankbar dafür, dass es das gibt, weil sonst würde auch ich jetzt nicht hier sitzen vielleicht so. Und, ja, Mann. Aber deswegen feiere ich zum Beispiel, weil du jetzt auch meintest, so dieses, man sieht eine Person und denkt, oder zwei und denkt, okay, das sind die Ausnahmen. Deswegen feiere ich Deutschrap gerade extrem. Ich bin kein super Deutschrap-Fan vom Hören her, aber dass es so viele gibt und auch viele aus bestimmten Feldern oder aus bestimmten Bereichen, ne? Also nicht deutsch aussehende Leute, die alle was von diesem riesigen Kuchen abschneiden. Oder das heißt riesig, Deutschrap ist ja nicht so riesig, aber trotzdem irgendwie doch sehr groß geworden, wo ich mir auch gedacht habe, krass, wie schaffen die das? Hatte ich neulich mit einem Kollegen drüber gesprochen. Wie kriegen das so viele hin, von diesem einen Ding so viel abzukriegen? Aber guck so, mal, aber allein läuft schon, dass du das sagst, das ist eigentlich, das ist die größte Illusion, die uns beigebracht wird. Es gibt nicht einen Kuchen, den wir unter uns teilen müssen. Richtig. Wir backen neue Kuchen. Dankeschön. Wir machen einfach neue Sachen. Ja. Scheiß drauf, Mann. Ja. Digga, gib einen Fuck drauf. Ja. Ganz ehrlich, ich mach da auch nicht mehr mit. Dieses Ellbogending, nein, eigenes Ding durchziehen. Ja. Und dann auch, weil dann kommen wir auch in einen Spirit, in einen Flow,
wo es selbstverständlich ist, dass wir uns gegenseitig ermutigen, unseren eigenen Kuchen zu backen. Ja. Weißt du, ich meine? Ja. Ey, du hast fast eine ähnliche Antwort gegeben wie ich. Ja. Aber ich hatte mit dem, hatte ich ja vorhin erzählt, mit einem Musiker gesprochen, Hip-Hopper oder Rapper. Und da haben wir genau dieselbe Unterhaltung auch geführt, wo ich dann auch meinte, hey, also ne, Kuchen wird an einer Stelle gebacken, aber das heißt doch nicht, dass wir alle Apfelkuchen haben müssen. Voll. Vielleicht kriegst du halt Pfirsichkuchen, ja, aber immerhin kriegst du trotzdem Himbeere. So, aber kommt alles aus einer Bäckerei oder was auch immer, also es kommt immer was nach, so. Deswegen ist es schon cool oder wichtig, dass man da sein Mindset irgendwie ein bisschen ändert. Voll. Ja. Was ich auch mitgekriegt habe über deinen Kanal, du wurdest nominiert vor nicht allzu langer Zeit. Was war das? Ich glaube, die 25, 25 Most Influential, ich sage es jetzt auf Englisch. Newcomers? Ja, also 25, oh krass, ich habe es noch gar nicht auf Englisch übersetzt gehabt, aber es hört sich besser an. Ich weiß es selber nicht. Also, genau, also es war von Edition F, ein Magazin, und zwar haben die, war das 25 Frauen, die mit ihrer Stimme unsere Gesellschaft bewegen. Genau, und letzten Freitag wurde ich ausgezeichnet. Ach was. Ja, Mann. Krass, du warst jetzt eine von den 25. Genau, richtig. Und wie fühlt man sich dann dabei? Gemischt. Ja. Ich habe mich gefreut, weil sich meine Freunde so krass und Freundinnen so krass gefreut haben. Ich habe mich so, okay, krass, wenn ihr so happy seid, dann muss ich auch happy sein. Ja. So. Und ich habe meine Mama mitgenommen an der zu der Preisverleihung. Und es war gut, weil sie gesehen hat, also dass ich die Anerkennung bekommen habe, weil sie hatte ja Angst quasi, ne, wenn wir wieder zurückkommen zu diesem, unsere Eltern wünschen sich, dass wir irgendwie studieren und so, dass es ihr auch einfach die Ruhe gibt, zu sagen so, ey, meine Tochter ist auf dem richtigen Weg, sie macht es schon und dass sie auch stolz sein kann. Das war mir super wichtig und ich nehme den Preis an, ich bin sehr dankbar dafür. Gleichzeitig frage ich mich natürlich auch, das, so ein Award kreiert natürlich auch Gewinner und Verlierer. Hm. Und da waren 50 Frauen, die dort waren. Und ich schwöre dir, jeder dieser Frauen hätte diesen Award also verdient. Und es waren am Anfang wurden ja auch 1000 eingereicht. Und ich wette auch mit dir, dass jede von diesen einzelnen Frauen, also ne, dieses, es ist schön, man kriegt einen Award, man kriegt so eine Auszeichnung, eine Anerkennung. Gleichzeitig gucke ich nach rechts und nach links und ich sehe so meine Schwester und denke mir so, ey, ganz ehrlich, am liebsten würde ich jetzt gerade meinen Award so auseinanderreißen, hm, so, also so in Stückchen reißen, verteilen, ja, weil woran wir versuchen gerade Liebe und wir versuchen gerade Gutmütigkeit messbar zu machen mit sehr weltlichen und sehr kapitalistischen Maßstäben, wenn es ja Sinn macht. Ich weiß nicht, so dieses, ne, eins, okay, du kriegst 2%, okay, du hast 5% geschafft und du hast 10%, deswegen, und therefore bist du jetzt die Gewinnerin. Aber am Ende des Tages haben wir alle Liebe in uns, ja, und Liebe ist verdient so oder so an so, ja, ein Award. Ja, das stimmt. Aber das ist, ich habe mir neulich mal so ein Interview angeguckt von Nipsey Hussle, sagt ihr was? Ja, der wurde doch jetzt. Genau, der vor kurzem verstorben ist. Habe ich mir ein Interview von ihm angeguckt. Ja, genau. Möge in Frieden ruhen. Habe ich mir ein Interview angeguckt, weil ich habe seine Karriere sehr stark verfolgt oder auch seine Musik sehr oft gehört und viel gehört und bin mir auch später dann erst bewusst geworden, wie viel, also was für einen Einfluss die Musik auf mich hatte, was ich mache und was ich tue, weil seine Musik so ein Soundtrack für mich eigentlich war. Mm. So diese Mach dein Ding und tu und lalala so. Ja, krass. Und er hat auch eine Grammy-Nominierung bekommen, mhm, und kam dann, also wurde dann zu so einer Radiostation eingeladen und hat dann ein bisschen drüber gesprochen und lalala wurde gefeiert. Und dann hieß es irgendwie, ja, es gab Leute, die ja irgendwie meinten, du wurdest deines Awards beraubt, also Best Rap Album. Was denkst du? Und dann sagt er, nee, lass mal gar nicht damit anfangen, so. Er möchte so eine Energie gar nicht verbreiten, sondern sagt, KDB hat gewonnen, KDB hat es auch verdient. Jeder, der nominiert wurde, hätte es verdient und es war einfach nicht seine Zeit. Mm. So, und ich jetzt wieder zurückzukommen auf deins, denke ich, es kann auch sein, dass es jetzt nicht die Zeit von den anderen war, aber morgen kann es sein, dass die auch mal drankommen. Ja, Mann. So, aber nichtsdestotrotz könnte ich, also wenn ich jetzt in deiner Haut stecken würde, würde ich mir denken, das müsste sich doch bestimmt gut anfühlen, zu denken, hey, ich habe das, was eigentlich richtig sein sollte, hinter mir gelassen oder aufgegeben sogar und habe was gewagt und bin jetzt an den Punkt gekommen, wo Leute das anerkennen. Boah. Weil sonst hätten die Leute auch nie gesehen. Stimmt. So, weißt du, wenn man dich nicht sieht, wofür soll man dich dann anerkennen? Ja, Mann. Frage ich mich gerade. Das ist voll schön gesagt. Ja. Ist vielleicht nicht die Zeit gewesen. Ja. Aber ich glaube, manchmal, das sind ja wahrscheinlich alles noch Leute, die mehr oder weniger jung sind oder auf jeden Fall noch viel Zeit haben. Und voll. Ansonsten gibt es vielleicht auch mal für dich die Möglichkeit, irgendwie den BlackRock Talk Award zu vergeben oder sowas. Oh mein Gott. Weiß man nicht. Stell dir oder? Warum nicht?
Mein Hiphop.de macht's auch. Wow, geil, also, Mann. Sogar, wer macht das? Ich glaube, About You Awards gibt es zum Beispiel jetzt auch. Von wem ist das? About You, kennst du das wie Zalando und Zara und sowas? Echt? Ja, die machen das auch. Die haben irgendwie vor ein paar Monaten, ja. Lustig. Und was vergeben die? Ich weiß es auch nicht so genau, aber auch ein Award. Irgendwie, die hatten irgendwie auch so eine Show oder so eine Verleihung vor ein paar Monaten, wo ein Influencer und so eingeladen und dann dachte ich mir auch, krass, also jetzt ist es so weit gekommen, dass Versandhäuser, nicht um das unterschreiben zu möchten, aber ich wäre nie auf die Idee gekommen. Ja. So, und da ist es. Stimmt schon. Deswegen, ja, vielleicht kommt es von dir auch irgendwann. Wer weiß. Ja. Genau, also deine Eltern oder vor allem, also deine Mutter zumindest, hat ja gesehen jetzt, was du machst und es gibt jetzt wahrscheinlich ein bisschen mehr Ruhe und so, die merken, du bist auf dem richtigen Weg. Eine Akademie in der Form wäre auch ganz cool, wenn das mal kommen könnte, aber was ist so der Plan so für dich so in der nächsten Zeit? Gibt es da irgendwas so oder, also? Ja, also auf BlackRock Talk ganz klar bezogen, ich möchte, dass dieses Format nachhaltig wirklich Gelder bekommt und dass wir wöchentlich veröffentlichen können, dass wir in unserem Team, so wie sie sind, wie wir gerade sind, mit dem Vibe, auch diesen Vibe beibehalten und noch mehr wachsen und dass wir eine Diskussionskultur in Deutschland mitgestalten, die auf Empathie basiert. Ich möchte so eine Referenzquelle sein, dass wenn ich möchte an einem Montagmorgen aufstehen und sehen, okay, die Süddeutsche hat gerade BlackRock Talk irgendwie zitiert oder irgendwie eine Person, die bei uns war. Ich möchte, dass wir also Kulturgut in Deutschland werden. Ich möchte, dass wir wirklich bekannt sind und nicht einfach nur, um bekannt zu sein, sondern als Spiegel, dass wir halt wirklich relevant sind, dass wir wirklich wichtige Unterhaltungen führen. Und ich möchte natürlich auch mit diesem Format andere Leute inspirieren, auch ihre eigenen Sachen zu starten und dann, weiß ich nicht, irgendwie Kulturwandel und einen Gesellschaftswandel mit anstoßen. Ja, ja, cool. Tja, das ist auf jeden Fall eine, ich würde nicht nur sagen, gute Idee, sondern eigentlich ein ganz gutes Vorhaben. Ja. Ja. Löblich, wie man so sagt. I got big dreams. Ha? I got big dreams. Cool, cool, cool. Nee. Ja. Mal so jetzt aus einer ganz anderen Ecke, weil du jetzt hier bist und ich die Gelegenheit habe zu fragen. Musik ist wahrscheinlich nicht ganz unwichtig für dich. Mhm. So, ich glaube, man sieht auch ein bisschen, dass du ein bisschen Einflüsse aus gewissen, ja? Ich glaube schon, oder? Ja, geil. Meinst du nicht? Weiß ich nicht. Doch, so ein bisschen aus, ich würde es nicht sagen, krass Hip-Hop oder so, aber ja, gewisse Elemente schon. Ist auf jeden Fall da. Du erinnerst mich irgendwie sogar, ich weiß nicht, ich will nicht der Tausendste sein, der das sagt. Ah, Juna, sagt dir das was? Ja, geil, Mann. Bestimmt bin ich Tausend und Nummer zwei. So, als ich das Bild sogar von dir gesehen habe, dein Profilbild, dachte ich gleich, lustig, krass, erinnert mich an Juna. Ich habe von ihr das erste Mal gehört, da war ich, glaube ich, im Auslandssemester in meinem Studium, meine ich. Mal gehört? Ja, also ich habe schon ganz oft gehört, dass Leute nicht mit, also Juna verglichen haben oder auch, ja. Worauf ich hinaus wollte, hatte ich dir auch schon gesagt, du hast Robert Glasper getroffen. Oh my lord, ja? Oh my god. Ja. Wo war Robert? Das war, ich habe den mehrmals getroffen. Leider nicht auf einem Date oder so. Ah, schön wär's. Ich war auf seinen Konzerten, der war vor 6 oder 7 Jahren war er in Berlin und hat er 2 Konzerte gegeben und ich war auf beiden. Ja. Und da fand ich ihn auch schon ganz toll und dann war ich vorletztes Jahr war ich in Köln und da war er dann auch da und ja, da war ich auf seinem Konzert, das war ganz toll und dann haben wir ein Foto zusammen gemacht. Wie hast du ihn erwischt? Ist er einfach irgendwo vorbeigelaufen? Ja, voll entspannt. Nee, der ganz ehrlich, ich war selber überrascht, aber der war halt so nach dem Konzert, ist halt rausgekommen, war da halt da wo das Publikum stand, hat mit Leuten gechillt, hat mit uns auch gequatscht. Also es war ganz entspannt. Also ich glaube, er ist auch nicht einer der Künstler, die irgendwie sich zurückziehen. Also ich glaube, der macht es gerne unter seiner Fanbase so ein bisschen. Ja. Das ist mir auf jeden Fall sofort ins Auge gekommen, als ich das Bild gesehen habe, weil ich feiere seine Musik unendlich. Voll. Ciao, ey, der ist so krass. Wie kommst du überhaupt auf solche Sachen? Einfach mal durch Spotify irgendwie und dann war das mal so eine Empfehlung oder? Also mittlerweile, ich meine, es hat sich ja verändert, jetzt mit Social Media und Instagram, schon so, dass ich dann irgendwie ein paar Leuten folge und die posten dann irgendwie was oder die sind dann selber irgendwie MusikbloggerInnen, so, ne? Vanya von icelover.de, die macht halt viel so Oldschool, Hip-Hop, solche Sachen. Ja, ich liebe ihren Blog, ich liebe, was sie postet, das ist wirklich richtig krass. Und sie hat mir jetzt zum Beispiel vor kurzem erzählt von einer anderen Person, oh, ich habe ihren Namen vergessen, ich glaube Mona Lina auf Instagram, die macht halt so 365 Female Rappers, stellt sie halt vor. Okay. Jeden Tag. Und sie hat zum Beispiel einen Post gemacht gestern, da habe ich eine andere Rapperin irgendwie jetzt kennengelernt. Also ich komme halt immer über so, nicht über Radio, auch nicht über
fette Konzerte oder so, aber es ist wirklich so, so ein Schneeballverfahren. Ja. Ja. Ach, cool. So geht es mir eigentlich auch bei Musik. Ja. Und wie, so, ich hatte es ja vorhin ja schon mal so grob angeschnitten. Deutschrap, wie ist das für dich? Oder Musik generell so aktuell? Also Deutschrap, oh, das ist so eine komische Beziehung, die ich mit Deutschrap habe. Da sind manche Lieder, ich feiere die so hart. Ich feiere die und dann knall ich die so richtig auf 100 im Auto und rast dann richtig so stereotypisch im Wedding so mit runtergefahrenen Fenster, Sonnenbrille, Ellenbogen raus. Ja. Raus und mir ist dann auch egal, dass dann Leute irgendwie judgen könnten. Aber so, weiß ich nicht, manchmal fehlt mir auch so, manchmal fehlt mir auch was bei Deutschrap. Also ich eigentlich wünsche ich mir so ein richtig, ich wünsche es gäbe Gangster-Rap, der ein bisschen ethisch cooler wäre. Hm. Inwiefern? Ich weiß nicht, der so ein bisschen mehr, keine Ahnung, der so ein bisschen Sachen aufgreift und sagt so irgendwie ein bisschen darüber spricht, was die eigenen Erfahrungen sind, aber das nicht irgendwie, also ich denke zum Beispiel an Ice Cube, der macht Gangster-Rap, aber der ist halt so mega, wie heißt denn das eine Lied, wo er darüber spricht, I'm getting put out of my house und wie mit der Polizei und dann, ich muss jetzt meiner Familie sagen, dass ich, das Geld ist weg und also so, ne, er spricht halt über Sachen, die ihm widerfahren und das sind gesellschaftspolitische Sachen. Also jetzt, ich will keinen politischen Rap, aber ich will einen Rap, der nicht irgendwie sagt so Money, 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 ass, nein, Mann. Ja, es geht auch anders, ne? Ja, Mann. Kann man auch ein bisschen tiefgründiger machen. Also so eine Kombination, so ein bisschen ratatatata, aber auch so ein bisschen so Dings, so kritisch. Ja. J. Cole. In Deutschland. Das ist schön. Ich weiß nicht, aber ich will natürlich auch Leuten nicht Unrecht tun. Ne? Vielleicht gibt es auch gerade Künstlerinnen oder Künstler, die halt genau so eine Sparte von Mucke machen und ich kenne die einfach nicht. Ja, das ist doch. Also wenn ihr diesen Podcast gerade hört, dann bitte schreibt mir. Worauf ich eigentlich hin wollte ist, fühlst du dich dann als, weil ich sag mal, auch in USA oder international gibt es ja nicht so viele weibliche Rapperinnen. So. Ja, weiß ich nicht. Ich höre das immer so, aber ich weiß noch nicht, ob es stimmt. Aber okay. So, also auf jeden Fall gibt es mehr männliche Rapper, die man aufzählen kann als Frauen zum Beispiel im englischsprachigen Raum. So. Und ich kann mir gut vorstellen, dass in Deutschland dann noch mal ein bisschen weniger ist. Hast du das Gefühl, dass du jetzt vielleicht auch nicht nur im Rap, aber auch generell was unterstützen, nicht musst, aber willst, was dann von Frauen kommt? Ja. Vor allem Frauen auch, die aus unserer Ecke so ein bisschen kommen? Ja, also es ist immer, also bei so Künsten ist es immer schwierig, weil ich möchte natürlich Leute unterstützen, weil ich sie unterstützen will, das auch, aber ich möchte ja auch, ich will ja auch Kunst für mich genießen, so, ne? Ich will ja auch sagen, boah, das ist mein Ding und dadurch dann auch einfach Leute feiern. Also ich würde jetzt, wenn ich eine Freundin habe, die anfängt zu rappen und ich fühle ihre Musik nicht, dann wird sie meinen Support haben, ganz klar. Ich werde da sein, ich werde erste Reihe sein, ich werde Fangirl sein, auf jeden Fall. Ich werde schreien. Aber gleichzeitig werde ich ihr auch sagen, so, I love you, but you know, I don't like your music. Ja. Und dann wird sie auch sagen müssen, ja, ist kein Problem, ist halt so. Aber ich würde im Idealfall ist halt wirklich Female MCs oder irgendwie Frau oder generell einfach Sänger und Sängerinnen, die so richtig, die mich dann wirklich berühren und die dann, wo ich dann merke, so, ja, geil, ich fühle mich gerade in dieser Musik zu Hause. Ja. Ja. Cool. Ist ja auch kacke, weißt du, stell dir mal vor, also ich würde ja auch nicht wollen, dass Leute Black Rock Talk nur unterstützen, nur weil sie die Idee dahinter gut finden. Ich möchte, dass sie die Idee gut finden, aber auch die Umsetzung geil finden. Ja. So, weißt du? Ha, das ist da bringst du mich jetzt auf was ganz, ganz, was heißt Interessantes, aber was mich interessieren würde. Genau, Leute, die dich unterstützen, weil sie es cool finden, aber vielleicht noch nicht das, was bisher entstanden ist, feiern. Wie gehst du denn mit sowas um? Wenn dir dann jemand sagt, ich finde cool, was du machst, aber da bin ich noch nicht angekommen. Hast du so für dich den Druck, dass du sagst, hey, ich muss das jetzt so machen, damit die das auch geil finden? Oder sagst du, nein? Nein, also ich gucke natürlich auch erstmal, warum die Person das nicht mag. Und es kann ja voll gut sein, dass sie einfach nicht Teil der Zielgruppe ist. Ne? Und dann ist es halt voll okay, dann passe ich das auch nicht an, weil ich habe ja eine Zielgruppe für mich definiert, wen ich erreichen möchte. Und wenn die Person einfach sagt, ey, es ist einfach nicht mein Stil, das ist auch okay. Also es ist halt, glaube ich, eine schwierige Frage in dem Sinne, dass wir... Wenn wir einmal, glaube ich, anfangen, glaube ich, wenn ich einmal jetzt anfangen würde, es irgendjemandem recht zu machen, dann komme ich da nicht mehr raus. Dann muss ich der Person recht machen, dann der und dann er am Ende des Tages einfach will ich bei mir bleiben. Ich will gucken, was sich bei mir gut anfühlt, was ich erreichen möchte und arbeite dann quasi mit diesem Kern und hole mir dann Feedback. Aber wenn man aus meinem Freundeskreis einige Leute sagen, nee, ich feiere das, ist nee. Musst du nicht. Ja. Es reicht mir, wenn ich dich an meiner Seite habe. Es reicht mir, wenn ich weiß, dass du mich als in meiner Arbeit unterstützt. Ja. Du musst mein Produkt nicht selber lieben und konsumieren. Ja. Cool. Aber du hast bestimmt von dem einen oder anderen Mal gehört, oh,
bisschen zu lang, mach mal kürzer, oder? Ey, ich habe alles bestimmt gehört. Andere sagen, mach kürzer, andere sagen, mach länger. Mach hier, mach dies und mach das. Und so viel wirklich. Also man kriegt ganz viel zurück. Und das ist halt auch so eine Sache. Ich nehme das Feedback auf, ich gucke und evaluiere, was ich für sinnvoll halte. Ja. Auch bei dieser Länge, bei der Frage mit der Länge. Ich muss ehrlich sagen, ich habe da immer noch keine Antwort für. Wir haben schon eine halbe Stunde mal gemacht. Wir haben eine Stunde gemacht. Jetzt haben wir bei der letzten Folge 80 Minuten gemacht und dann gekürzt. Ja. Wir probieren verschiedene Sachen aus. Aber ich mache das so lange weiter, dieses Trial and Error ausprobieren und Fehler machen und gucken, was, also einfach, ich mache so lange weiter, bis ich das Gefühl habe, geil. Jetzt fühlt sich das auch für mich gut und rund an. Finde ich sehr gut. Finde ich richtig so, weil wenn wir dann auch wieder zurückkommen zu dem, ich würde jetzt nicht sagen, dass das unbedingt toxisch ist, aber jeder hat eine Meinung zu was du oder sonst wer macht so und es ist nicht immer die richtige. Und ich finde, am Ende ist es wichtig, dass, wie du sagst, du selber für dich eine Zeit findest und sagst, ja, okay, das ist mein Format, das ist meine Zeit und das funktioniert für mich und meine Community so. Mhm. Muss halt nicht jedem schmecken. So. Aber finde ich cool, weil ich hätte, glaube ich, früher vielleicht auch so gedacht. Mittlerweile ist es für mich anstrengender, Serien anzugucken. So, und ich gucke mehr viele YouTube-Formate an, wo ich dann jetzt irgendwie wirklich 1,5 Stunden Interviews einfach angucke, wo 2-3 Leute da sitzen und über ein Thema sprechen und ich gucke es mir an. Lustig. Oder zumindest höre ich es mir an. Ich habe halt immer Kopfhörer auf so und mache das halt auch, es verträgt sich halt auch besser mit dem, ich weiß nicht, Zeitplan, aber mit dem, was du so machst. Ne? Ja. So, du musst dir dann halt irgendwie auch die Zeit nehmen können, zu sagen so, wenn du jetzt einen Film gucken willst, musst du dich hinsetzen und musst alles stehen und liegen lassen. Hast du aber dann sowas wie BlackRock Talk oder andere Formate, so hast du ein Bild, wenn du immer wieder mal gucken möchtest, so bist am Putzen, guckst kurz, ah, okay, aber es geht nichts verloren, wenn du nicht hinguckst, du hörst das immer noch so. Mhm. Und deswegen feiere ich solche Sachen jetzt viel, viel mehr. Was ich mich jetzt gerade frage, gibt es dich auch als Podcast? Nee, wir haben darüber nachgedacht gehabt. Ich weiß noch nicht. Also es könnte natürlich auch als Podcast funktionieren, aber vielleicht auch nicht, weil wir sind halt 5 Leute. Wenn du 5 Leute nicht siehst und nur hörst, das könnte so anstrengend werden. Ja. Und bei mir geht es auch nochmal darum, die Leute zu sehen. Ich möchte ja, dass du dich damit auseinandersetzt, dass da gerade einfach dass ein Kenneck sitzt, also ein Mann, der muslimisch rassifiziert wird und der einfach so hart intelligente Sachen sagt. Das siehst du woanders nicht. Ich möchte bitte, dass du dich damit auseinandersetzt. Oder dass du siehst, okay, da ist eine Person, die ich asiatisch lesen würde, wo du vielleicht sonst welche Stereotypen hättest, aber die dann mit anderen Sachen kommt und einfach deine Stereotypen bricht. Also ich brauche das Visuelle. Also ich möchte wirklich, das Visuelle ist nicht nur ein Extra. Es ist eigentlich Teil von dem ganzen Produkt. Ja, ist cool. Ja. So habe ich das gar nicht gesehen. Aber du hast vollkommen recht. Ha, ja. Guck mal, man kann doch was lernen. Ohne alles schon gesehen zu haben. Ich habe eine Frage, die ich jetzt so mit neu, was heißt eingebaut habe, aber stellen möchte, weil ich für mich irgendwie rausgefunden habe, was das für mich heißt so und mich gerne auch dafür interessiere, was es für andere heißt. Made in Germany. Was könnte das für dich heißen? Ja, wenn ich Made in Germany sehe, dann heißt es immer so Qualität. Ja. Qualität, Produkte. Was heißt das für mich? Ich glaube, das würde für mich auch noch in Bezug auf einen Podcast bedeuten, durchdacht. Doch so ein bisschen, ist natürlich auch ein starkes politisches Statement. Ich kann mir halt schon vorstellen, dass es dieses Ding gesagt von wegen, ne? Also du kannst versuchen, mich nicht deutsch zu machen, aber ich bin deutsch, so du kannst also made in Germany, ich bin hier, ich bin da. Aber ich glaube nochmal in Bezug auf den Podcast zu sagen, so, ich liefere dir jetzt mal richtig Qualitätsinhalte. Ja. Nimm das. Aber für dich selber jetzt als Mensch, wenn du, also weil ich habe es auch nur als, sonst immer als dieses Qualitätsding gesehen, so Mikrofon oder was auch immer. Ach so, wenn's für mich ist, aber so für dich, was, ja. Ja, also, unabhängig von dem hier. Für mich trifft es natürlich absolut zu, ne? Weil ich bin auch absolut made in Germany. Also ich bin geboren und aufgewachsen in Deutschland. Ich bin in der Berliner Kultur aufgewachsen. Das ist halt super deutsch. Wir sind halt in Deutschland, so klar. Das ist halt super zutreffend. Aber ich merke natürlich auch, das sind so dieses Made in Germany, wenn man das zum Beispiel jetzt auf einem Bild sehen würde und in meinem Kopf darunter, dann wissen, glaube ich, alle schon, worum es geht. Es geht darum, so, wir sind doch auch Deutsche. Ne. Mhm. Und ich habe ja keinen Bock auf diese ganzen Unterhaltungen mehr und diese Diskussion nicht mehr so upturn, egal, scheiß nur drauf. Okay, ich glaube, ich würde selber nicht irgendwo hingehen und sagen, so, ich bin made in Germany. Auch wenn das so ist. Ja. Aber ich bin an dem Punkt, wo ich sage, darüber sollten wir nicht mehr sprechen. Das ist schon, ist klar. Ja. So, ist schon so Dings. Ja, cool. Ja, und
Worauf dürfen wir uns in naher Zukunft freuen? Auf naher Zukunft. Ich weiß nicht, weil vielleicht passieren irgendwelche Sachen, von denen wir nichts wissen, weil sie weder auf deinem YouTube- noch Instagram-Kanal sind. In naher Zukunft können wir uns alle freuen, hoffentlich, dass BlackRock Talk neu aufgesetzt wird, im Sinne von wirklich festmachen, Gelder machen, Strukturen bauen, dass wir wöchentlich die Sachen raushauen und so richtig geile Inhalte machen, wo wir Menschen zusammenbringen, die sonst nie die Möglichkeit hatten, zusammenzukommen. Und dort aber auf einer Regelmäßigkeit. Ich kann es kaum erwarten. Das wird richtig cool. Ich freue mich mega drauf. Also, fingers crossed. Ich arbeite darauf hin, ganz hart, dass das passiert. Dass wir nachhaltig produzieren und veröffentlichen können. Cool. Nee, freut mich zu hören. Also, ich finde es immer wieder interessant, halt mit Leuten zu sprechen. Es freut mich immer zu hören, wenn Leute irgendwas machen. Ist egal, was es ist. Ob es jetzt ein Format ist wie deins oder auch jemand sagt, ich habe meine Liebe darin gefunden, Blumen zu pflanzen. So. Meine Rede, so, voll. Hauptsache, du machst irgendwas, was dich glücklich macht irgendwie. Das ist so das, was ich feiere und deswegen fand ich es auch cool, dass wir zusammensitzen konnten, können, drüber gesprochen haben. Und nochmal an dieser Stelle, ganz cooles Format, coole Sache, coole Person. Dankeschön, ich find, Dito. Danke. Nee, du machst das richtig gut und ich finde auch, also wenn man jetzt guckt, so ne, die Kommentare, die es von Leuten gibt oder Verbesserungsvorschläge oder Leute, die wissen, die es besser meinen oder meinen, es besser zu wissen. Was heißt ignorieren, aber kümmere dich um dein eigenes und mach einfach dein Ding. So, du wirst, also ich glaube, der einzige Weg, um irgendwo hinzukommen, ist zu machen. Ja. Richtig oder falsch, weiß ich nicht, ob es das da gibt. Das einzig Richtige, glaube ich, ist in der Sache zu machen. Mm. So, du kannst eine Folge machen, die funktioniert vielleicht nicht so. Mhm. Oder du hast vielleicht die falschen Gäste eingeladen und es läuft. Kann alles passieren, aber du wirst es nie rausfinden, wenn du es nicht machst. Exactly. So, und irgendwann, voll, du verbesserst dich. So, ich glaube, das ist normal, dass man dann sagt, okay, heute haben wir dieses Mikro benutzt, merken, es funktioniert nicht, wir brauchen bessere. Also nur dadurch kann das passieren. Deswegen einfach weitermachen. Dankeschön. Und ich danke dir nochmal an der Stelle sehr, sehr, dass du, also für mich ist es nicht selbstverständlich, dass Leute Ja sagen und dann auch wirklich zu ihrem Wort stehen und das auch noch durchziehen, weil du hilfst mir auch sehr damit, dass du hier bist und nee, echt stark. Danke, dass ich da sein durfte. Ich bin gerne die Person. Ne? Und ich werde das, was du machst, weiterhin verfolgen. Bleib auf jeden Fall, wie du bist. I will. So? oder beziehungsweise, es geht immer besser, aber du weißt, was ich meine. Genau. ich werde es weiter verfolgen und hoffe, dass wir uns vielleicht irgendwann mal irgendwo wieder in irgendeinem Setting wiederfinden, vielleicht hier, vielleicht sonst wo und einfach gegenseitig im Auge behalten. Und ganz sicher. Sehen, was 100 passiert. Pro. Ja? Ja, Mann. Ich danke dir vielmals. Geil, bis dann. So. Ja, das war der Made in Germany Podcast und wir sind raus.